ist der allerbeste Yoshi, der unfassbare Mubi und Jan. Warum werde ich so disrespectmäßig begrüßt? Was ist denn jetzt los? Jetzt ist es Zeit. Jetzt gehen wir in das Video vom lieben Julius. Ihr könnt sie schon sehen. Unsere Favorite Outfits Feed Jan. Das bin ich. Mubix und auch Yoshi. Mit Yoshi war ich ja unter anderem auch in Berlin unterwegs das Wochenende. Sehr, sehr sympathischer Typ. Sehr, sehr korrekt. Wir haben uns auch sehr gut verstanden. Und wir werden wahrscheinlich auch bald zusammen auf eine Reise gehen, wenn das alles klappt. Ich hoffe es auf jeden Fall, damit das sehr, sehr, also das wird verrückt, verrückt. Und ja, ich war ja schon mal in diesem Format dabei. Damals war das, glaube ich, unsere Lieblings-Winter-Outfits mit Robert Friedrichs, mit mir und mit Maxi, also Pablo Maxcoba. Und jetzt wurden, warum auch immer, die beiden ausgetauscht. Ich bin noch am Start. Warum? Ich weiß es auch nicht. Jetzt haben wir eben Mubix und Yoshi, auch zwei sehr, sehr freshe Dudes. Und ich würde sagen, da gehen wir rein. Da seht ihr auch mein Outfit. Ich persönlich finde mein Outfit sehr stark. Und ich habe auch mein Outfit in dem Video, habe ich auch am Samstag beim Pop-Up gerockt. Nur eben dann mit der Jacke noch, weil es halt nicht strömend geregnet hat. Hat es den besten für dem Video, Bro. Ich küsse doch dein Herz. Es ist kaum zu glauben. Es ist wirklich kaum zu glauben. Es fällt mir gerade selbst schwer zu glauben. Das beste Format auf ganz YouTube, das allerbeste, ist zurück. Denn heute zeigen euch eure vier Lieblings-Creator, hoffentlich, ihre Favorite-Frühlings-Outfits. Und ich bin so unglaublich gehypt auf dieses Video, dass es untertrieben wäre zu sagen, dass ich... Ich bin auch gehypt, for real. ...mich freue. Denn einerseits sind die drei Gäste, die dieses Mal am Start sind. Und andererseits die Outfits, die dabei sind. Unglaublich. Heute am Start sind nämlich der allerbeste Yoshi, der unfassbare Mubi und Jan. Warum werde ich so disrespectmäßig begrüßt? Was ist denn jetzt los? Das kommt los. Ein Grüße gehen raus an den Bro Jan, der jetzt ja mittlerweile schon Dauergast in dieser Sendung ist. In Teil 1 war er auch am Start. Ich hab's geschafft. Digga, aber einfach Robert und... Und ey, was soll ich sagen? Ich glaube, ihr kennt ihn sowieso alle. Ich freue mich mindestens genauso sehr wie ihr euch... Yeah, you know who it is. Freut, deswegen labere ich nicht weiter herum und wir fangen an. Jo Leute, was geht ab? Schön, dass ihr heute mal wieder zu einem sehr besonderen Video eingeschaltet habt. In nächster Zeit kommen fast ausschließlich besondere Videos. Aber dieses hier ist ein absolutes Herzensprojekt von mir, denn ich finde es geil zu sehen, was bei so einem Thema, also Frühlingsoutfits, einfach so rumkommt und wie jeder das so selbst interpretiert. Das klingt, als wäre ich so Kunststudent. Ich habe die drei Gäste ja schon angeteasert und ich kann schon mal so viel... By the way, kleiner Fun Fact. Das Outfit, was ich da gezeigt habe, das Video heißt ja unsere Favorite Outfits. Da ging es ja um unser Lieblingsoutfit für den Frühling. Den Fit, den ich da gezeigt habe, habe ich noch nie angehabt vorher. Den habe ich das erste Mal jetzt am Wochenende getragen. Aber Hauptsache sage, es ist mein Lieblingsoutfit, ne? Ja, klar, so läuft's. Vorwegnehmen, jeder, inklusive mir, ich sage ja auch mein Favorite Outfit, sonst wäre es ein bisschen lame, hat wirklich was komplett Eigenes draus gemacht. Es gibt irgendwie nichts, was sich so richtig doppelt und ich bin echt ein bisschen sprachlos, wie gut diese Folge geworden ist. Deswegen vorab fetter Kuss an Yoshi, Mubi und Jan fürs Mitmachen. Das sind dreimal. Gerne mal ein Abo da lassen, ne? Ja, könnt ihr mal die 24.000 voll machen. Aber auch Mubix könnt ihr abonnieren, auch Yoshi könnt ihr abonnieren. Meine absoluten Favorite Creators in Deutschland, die machen geilen Content. Schaut. Da kommen die Trainer, Julius, mal, was ist hier los? Schaut auch gerne vorbei, also sowohl auf Instagram als auch YouTube. Links sind selbstverständlich in der Beschreibung. Allerdings solltet ihr auch meinen Kanal abonnieren. Dankeschön. Wenn ihr das Format feiert, dann gebt sehr gerne einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare. Ach komm, kriegst direkt einen Daumen nach oben. Übrigens, nicht wundern, ich habe Julius abonniert, aber das ist hier ein anderer YouTube-Account. Nur so nebenbei. Aber wenn, dann weiß ich Bescheid und dann kann man das ja vielleicht noch... Warte mal, bevor wir das hier gucken, hat irgendwer was in die Kommentare geschrieben zu meinem Outfit oder so? Ah, Jans Fit. Das gefällt mir doch. Zu einer anderen Jahreszeit fortsetzen, wer weiß. Fangen wir jetzt aber an mit meinem Lieblingsfit für den Frühling. Die Frage ist, meine Damen und Herren, was zeichnet ein Frühlingsoutfit aus? Und jeder hat da so ein bisschen seine eigene Definition, werden wir auch später sehen. Für mich ist es allerdings so, dass Frühling bedeutet, wir haben Übergangsjacken und man kann sich wieder so ein bisschen luftiger anziehen. Man braucht nicht die dicke Pufferjacke, gleichzeitig jetzt aber auch nicht nur im T-Shirt rausgehen, vielleicht sogar kurze Hose, sondern man muss halt immer ein bisschen schauen, dass das Wetter manchmal schlechter, manchmal besser ist. Bei den Schuhen habe ich mich dieses Mal für den Yeezy... Ach stimmt, Julius zeigt ja auch ein Outfit von sich, ganz vergessen. 500er Blush entschieden. No front an Julius, ich finde die Schuhe unfassbar hässlich. Also, ne, Julius, du weißt, ne, nichts gegen dich. Ist ja Geschmackssache, aber ich finde die Schuhe gottlos hässlich. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich hatte die sogar auch mal bei Release, damals bei Release habe ich mir die mal geholt gehabt. War schon damals gar nicht meins. Ich finde die echt leider nicht schön. In meinen Augen kann man den einfach zu so, so vielen Sachen anziehen. Und dieses Mal habe ich ihn auch so ein bisschen farblich gematcht. Da drauf trage ich meine absolute Favorite-Hose von Carhartt. Die ist cool. Sehr, sehr coole Hose. Sehr coole Farbe. Sehr cooler Fit, passt. Aber guck mal, ihr könnt mir doch nicht sagen, ich weiß nicht, Digga, irgendwie,
die Schuhe sehen immer so lang und breit irgendwie aus und so. Ach, keine Ahnung. Vielleicht laber ich auch scheiße, aber ich mag die irgendwie nicht. Eine Double Knee Pants in Grau und es gibt aktuell wirklich für mich keine bessere Hose. Dann ein basic braunes T-Shirt, was man allerdings nicht sieht, denn ich trage darüber den Peso Selection Zipper ist das, glaube ich, von der Black Friday Collection. Ja, ist ein Peso Zipper, soll ich sagen. Ist jetzt nicht übertrieben krass, ist jetzt auch nicht hässlich. Ich finde find die Farbe sehr geil, das ist so ein sehr schönes Grün. Schwarzakzente, passt ganz gut zur Jacke. Das Grün passt auch gut zur Hose. Ja. Das wird wahrscheinlich ein kontroverses Piece sein, weil nicht jeder diese Peso Prints und so feiert. Allerdings ist das auch austauschbar. Ich finde halt die Farbe davon. Ja, die Farbe ist echt geil. Sehr nice und bin sowieso Fan von diesem Motiv. Warum zeigt er die Sachen eigentlich in die Kamera? Zeig doch in die Kamera, Julius. Weil das halt so OG ist irgendwie. Und darüber kommt dann die... Die ist crazy. Die ist sehr, sehr krass. Die gefällt mir richtig gut. Ola Kala Lederjacke, die sehr, sehr wild kommt. Auf viele Outfits sehr wild kommt. Und meine... Ja, mit Favorite Übergangsjacke ist aktuell. Dazu kommt dann noch, falls die Sonne scheint oder man einfach nur richtig cool aussehen möchte, eine Sonnenbrille sowie Schmuck. Und das war's eigentlich. Wenn ihr den Fit ganz bewundern möchtet, dann schaut gerne auf meinem Instagram vorbei. Denn da kommt heute um 18 Uhr, wenn ihr das nach Sonntag 18 Uhr seht, ist es schon draußen, endlich mal wieder ein neuer Instagram-Post raus mit genau diesem Outfit, weil ich es unfassbar krass fand. Ich freue mich über jeden, der vielleicht ein Like da lässt und vielleicht einen netten Kommentar schreibt oder einfach schreibt, dass ich ein dummer Hurensohn bin. Jetzt habe ich euch allerdings genug voll gelabert. Schaut die Outfits der anderen drei an. Und nachdem die durch sind, werde ich abschließend noch mal kurz meinen Senf dazu. Digga, wie hat er das Bild so in so einer guten Qualität bekommen? Sehr cooles Bild. Zugeben. Let's go und fangen wir mit Yoshi an. Und damit auch herzlich willkommen. Joshua, mein Bruder. Komm von mir in diesem Video von Julius. Erstmal vorab, lieben Dank an Julius, dass ich dabei sein darf. Hab mich wirklich sehr gefreut, als er auf mich zugekommen ist und mich zu diesem nicen Kollabo-Format eingeladen hat. Ich glaube, das ist auch für euch, die Zuschauer. Ja, genau diesen Oschi hier. Hatte der Brea auch am Wochenende noch am Start. Vor, am coolsten anzugucken, wenn man mehrere Meinungen oder mehrere Outfits in einem Video hat. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zu meinem Outfit. Als ich das Thema gehört habe, habe ich mich sehr gefreut, weil ich finde, dass der Frühling mit dem Herbst die beste Jahreszeit ist. Plus eins. Frühling und Herbst, beste Jahreszeit für Outfits. Es ist so kalt, dass du entspannt layern kannst. Und ich finde, layern ist das Wichtigste bei einem Outfit, also für ein geiles Outfit. Es ist aber auch nicht so kalt, dass du eine Pufferjacke anziehen muss, die dein Outfit versaut, sage ich mal, weil halt alles darunter versteckt ist. Es ist aber auch nicht so warm, dass du eine Kurzhose und ein Shirt anziehen musst. Es ist so, boah, du kannst einfach so geile Fits rausholen im Herbst und auch im Frühling. Ja, hattest du früher Pickel? Eigentlich nicht, nee. Ich habe eigentlich mein ganzes Leben immer, also klar, hier und da hat man immer mal einen Pickel, aber ich war jetzt auch vor allem in der Schule, Pubertät und so, ich hatte nie so die krasse Pickel. Ja, falls es dich juckt. Ist, um Outfits zu erstellen. Das ist nicht zu warm, nicht zu kalt. Man kann noch Jacken tragen, man kann aber auch nur im Pullover rausgehen. Man hat da wirklich die meisten Möglichkeiten, irgendwie zu variieren. Wir gehen von unten bis oben vor. Fangen wir mit meinen Schuhen an. Ich habe mich hier für meine Yeezy Desert Boots entschieden. Bro, es gibt keinen Schuh, den ich so krass mit Yoshi verbinde wie diese Desert Boots. Der Typ lebt in denen. Die habe ich den kompletten Herbst, Winter und werde ich jetzt wahrscheinlich auch noch den kompletten Frühling durchtragen. Weil ganz ehrlich, guckt euch die mal an. Ich finde, das ist wirklich einfach einer der besten Schuhe, die es so gibt, die man so kaufen kann. Unterschreibe ich. Weil die halt wirklich auf echt viel passen, also auf verschiedene Cargos, Jeans und so weiter. Dann direkt weiter mit dieser Parachute Pants in Schwarz von Jaded London. Nichts Auffälliges, dazu kommen wir noch, aber das ist einfach eine ganz gute Basis für ein simples Outfit, denn das Ganze soll natürlich auch alltagstauglich sein. Dann habe ich mich für hier dieses 19 & Base T-Shirt entschieden. Ich finde, das Artwork darauf kommt super stark, mit nicht wirklich vielen Farben, einfach nur in Schwarz-Weiß, aber trotzdem dieser rote Akzent kommt erstens sehr stark und zweitens, wie eben auch schon gesagt, der perfekte Grad für den Alltag. Da wir uns ja immer noch im Frühling befinden, wo es immer noch relativ frisch werden kann, habe ich mich dazu entschieden, dass ich eine Jacke mit ins Outfit nehme. Und zwar hier diese Vintage Card Jacke. Das ist so eine Active Jacket. Ja, cool. Ich glaube, die werden viele von euch kennen. Meine ist jetzt... Oder Calafis Jacken, boah, weiß ich gerade gar nicht. Ist Vintage, aber wenn ihr so eine sucht, dann könnt ihr auf jeden Fall auch auf der Card-Seite gucken, denn da gibt es die auf jeden Fall auch in einer neuen Version oder halt wie gesagt... Die sind Vintage, aber viel, viel cooler, weil da haben die sind nicht so geil ausgewaschen und so. Vintage sind die viel, viel geiler. Sagt, man kann die auf Vintage kaufen. Ich habe meine von Warehouse Vintage, aber ihr könnt die eigentlich bei jedem Vintage-Laden eures Vertrauens finden oder halt auf eBay Vintage. ADR Jeans auch crazy, habe ich gesehen, fand ich auch cool. Etc. Da wird man auf jeden Fall fündig. Was man vielleicht dazu sagen kann, ist, dass sie von innen nicht gefüttert ist. Es gibt die nämlich einmal in der Winter- und in der Sommerversion. Ich habe hier diese dünnere Version und das kommt halt wirklich sehr gut für den Frühling. Die ist auch besser. Wo man zwar trotzdem mal. Also es gibt zwei Versionen, dünne und dicke. Wenn ihr euch eine holt, holt euch die dünne, weil die dicke mit diesem Fell innen ist viel zu viel. Aber auch keine wirklich dicke und dementsprechend glaube ich, bin ich mit der da ziemlich gut aufgehoben. Für ein abgerundetes Outfit braucht man natürlich auch noch Schmuck. Ich habe mich hier für meinen ganz normalen Alltagsschmuck entschieden, den trage ich eigentlich jeden Tag und bin damit sehr zufrieden. Und hier seht ihr einmal das ganze Outfit zusammen. Es ist nichts auf... Ja,
Sehr geiler Fit. Sehr, sehr cleaner Fit. Ich finde aber trotzdem, dass es ein sehr lässiger Look ist. Ich finde, das T-Shirt kommt hier sehr gut raus, weil ich halt die Jacke und die Hose in schwarz genommen habe. Ich habe mich extra dagegen entschieden, irgendwelche Schuhe zu nehmen, die mit dem T-Shirt matchen, weil ich in letzter Zeit eher nicht mehr so der Fan von so einem Matchy-Match-Outfit bin. Und damit bedanke ich mich, dass ihr meinen Part angeschaut habt. Ich bin sehr gespannt, was die anderen so für Outfits gibt. Ja, ich gebe dem Outfit von 1 bis 10, gebe ich eine 7. Also ist jetzt nicht so ein Outfit, wo man sagt, Alter, unfassbar krass, crazy, das hat der Junge da gepult. Aber es ist ein sehr stabiles Outfit, sieht sehr clean aus, machst du nichts mit falsch. Ist ein cooles Outfit. Hose fällt geil auf die Schuhe. Safe. Gewählt haben, weil man halt, wie gesagt, im März... Jan dachte, ich sehe dich beim Pop-Up, hab mies Crush auf dich. Ich war doch da, nur heute nicht. Ich war Samstag, war ich den ganzen Tag eigentlich da. Sehr gut variieren kann und dementsprechend viel Spaß beim weiteren Video. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Mubix und zeige euch jetzt mein Outfit. Die Bros am Schreien, chill. Go-to-Spring-Outfit, ich muss vorab sagen, es ist quasi ein Outfit, was nicht zu laut ist, aber auch... Die Jacke ist mies cool. Eins der ersten Preach-Pieces, die ich cool finde. No front, aber die Jacke ist mies cool. Nicht zu basic NPC-mäßig ist, sondern es soll schon ein Outfit sein, wo man sieht, okay, der Bruder hat ein bisschen Ahnung, der weiß, wie man sich kleidet, aber es soll nicht so over the top sein. Es soll quasi ein alltägliches Outfit sein. Und ich schlage vor, wir fangen an mit den Sneakern. Und zwar haben wir hier den Bully von Represent. Ich glaube, ihr kennt... Lol, den kenne ich gar nicht. Sneaker, der so wirklich chunky ist, brauchst du eine weite Hose. Entweder eine Flare Jeans oder halt generell einfach eine Hose, die einfach sehr weit geschnitten ist. Da kommt die Denim von Ola Kala ins Spiel. Für mich meine absolute Favorite Denim aktuell. Sie ist so ein bisschen destroyed, aber der gleiche Denim-Stoff, der quasi außen ist, ist innen nochmal unter diese destroyed Stellen genäht. Was ich halt cool finde, ist, dass... Die sieht interessant aus, die kenne ich gar nicht. Die einfach so ein paar asymmetrische Details hat. Schaut euch mal die Pocket hier hinten an. Oder hier dieser Einsatz, der im Bein eingenäht ist. Einfach so ein paar kleine Details, die der Hose so das gewisse Extra geben, finde ich extrem nice. Und bei den Oberteilen nehmen wir zum drunter dieses Heavy T-Shirt von Preach. Extrem geiler Stoff, super, super hochwertiger und guter Stoff. Das gibt es, glaube ich, so in der Form nicht mehr, aber die Heavy T-Shirts aus der Core Collection, glaube ich, haben alle den gleichen Stoff und auch den gleichen Schnitt. Und drüber ziehen wir diesen richtig... Oh, den habe ich auch. Den habe ich auch. Der ist sehr, sehr geil. Den habe ich auch. Der ist sehr cool. Richtig geil geschnittenen Sweater von Ruff. Aber den musste ich zum Schneider bringen, weil die Ärmel sind so unnormal lang. Ich habe meine Ärmel kürzen lassen und die sind jetzt immer noch lang. Die Ärmel sind so lang von dem Ding. Sehr, sehr geiler boxy, leichter Cropped-Schnitt mit ein paar schönen Details hier. Dieses Label hinten, zwei Stickelementen hier. Wir haben Inside-Out und einen schönen Kragen, den ich persönlich vielleicht noch ein Ticken enger gemacht hätte, aber schön breit von der Rippware. Und wir brauchen natürlich halt so für den Notfall, weil so wie es jetzt gerade ist, ich weiß nicht, ob es hört, es regnet gerade übertrieben, brauchen wir noch eine Jacke. Und da habe ich mich für die von BAP Daus... Ja, die ist sehr cool. Marke Effected entschieden. Für mich eine der nicesten Jacken dieses Jahr. Muah, richtig geile Silhouette. Und sie hat halt auch einen Vorteil. Du kannst die Ärmel wegmachen und du kannst sie quasi auch als Weste tragen. Weil Leute, ganz ehrlich, du weißt nie, Deutschland kann sein. Morgens es regnet, mittags du hast 20 Grad und nachmittags du hast einfach Hagelschaden auf dem Kopf. So. Machen wir das Outfit jetzt noch komplett mit ein paar Accessoires. Ich habe jetzt hier eine einfache Perlenkette. Ich habe meine Ringe, die ich eigentlich immer anhabe. Meine Go-To-Sonnenbrille von Asos. Und um dem Outfit noch so einen interessanten Stilbruch zu geben, haben wir quasi noch diese Tote-Pack von Sandro, die etwas edler ist. Das ist so eine Leder-Tote-Pack. Weil das Outfit schon sehr street ist und ich finde, durch so eine edlere Komponente ist das Outfit einfach interessanter. Hört ihr das, wie gerade Wetter eskaliert? Auf jeden Fall angenommen, es ist Hagel, der hat ja einen Dachboden. Wetter würde nicht eskalieren, dann würde so das Outfit aussehen. Quasi. Boah, die Hose ist ja cool. Sie einfach ohne Jacke, ohne irgendwas. Finde ich extrem nice, ich finde die Silhouette. Hä, die Hose ist ja übercool. Gibt's die noch? Lassen wir uns mal offen. Das stimmt, es funktioniert alles sehr gut. Wenn es jetzt leicht regnet, nicht so wie gerade jetzt, es aber noch nicht so kalt ist, dann kannst du quasi hier... der hat einfach einen Hagelsturm bei sich zu Hause. ...die Weste anziehen und dann hast du immer noch ein Outfit... Bro, was ist das für ein weißer Mauer in deiner Story? Den siehst du gleich auch im Video. Siehst du, erklär ich gleich im Video hier. Wo die Silhouetten stimmen, wo einfach alles extrem clean, extrem gut aussieht. Ja, das ist ein sehr geiler Fit. Das ist bis jetzt mein Favorite Fit. Das ist mein Favorite Fit bis jetzt. Wenn jetzt halt wie gerade bei mir... Bruder, alter Hagel kommt... Dann machst du quasi, ich weiß nicht, ob ich schreiben muss, dass man mich noch hört, dann machst du quasi... Ist egal, what the fuck? Dann machst du quasi hier so die Ärmel noch ran und dann hast du ein komplettes Outfit. Das sieht sehr, sehr geil aus. Was dich quasi auch durch diesen Hagelsturm, der gerade abgeht, durchtragen kann. Das war mein Outfit, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich bin gespannt auf die anderen Outfits. Und ja, ich hoffe jetzt, dass ich das schreiben kann und es nicht zu laut ist. Oder was geht ja? Was am Samstag? Ich war Samstag, weiß nicht, von 14 Uhr bis... 1 Uhr morgens war ich eigentlich da fast. Ich war ein paar Mal kurz weg, was essen oder so, aber ja. Hi, was geht ab? ich denke mal, die meisten von euch werden... Digga, was ein Keck, wer ist das denn eigentlich? Mich wahrscheinlich kennen. Aber für die, die mich nicht kennen, mein Name ist Jan. Ich bin... Krass, was geht hier an? Obvious, auch Fashion-YouTuber. Ich mach denselben Scheiß. Digga, ich muss auch nochmal einfach sagen,
Meine Haare hier, also aktuell, finde ich prime. Sag ich euch ehrlich. Weil, also jetzt nicht selbst, also sollte jetzt nicht selbstverliebt kommen, würde ich so sagen. Weil hier ist noch so diese Dauerwelle ganz, ganz leicht. Ist noch so leicht dieses Durcheinandermäßige, aber es sind nicht mehr diese richtigen Locken. Und ich finde, das sieht irgendwie am coolsten aus. Aber das kannst du halt so direkt nicht machen. Du musst halt eine Dauerwelle machen. Am Anfang ist halt dann Locken und dann wächst halt irgendwann raus und sieht so aus. Ich finde das aber irgendwie prime. Ich finde das übercool. Aber keiner juckt sich hier für mich und deswegen starten wir auch direkt mit meinem Outfit. Wir starten mit den Schuhen und da hätte ich einmal die... Oh, geiles Ding. Jan, wo hast du die denn her? Ja, es sind eigentlich absolute Winterschuhe und keine Frühlingsschuhe. Aber wir haben hier einmal die Yeezy NSLTD Boots, habe ich in Amerika gekauft. Ich hab übrigens heute erst erfahren, dass die Insulated Boots heißt. Ich dachte immer, die heißen NSLTD Boots. Pff. Erst vor kurzem. Der Schuh ist... Wie finden die? Ich habe normalerweise eine 44 und in denen trage ich eine... 46,5, also ich finde es sehr gut. Natürlich sehr, sehr klobig und deswegen brauchen wir eine Hose, die sehr breit und baggy ist. Und da habe ich mich einmal für die Weekday... Digga, da wurde ich auch so oft in meiner Story gefragt, woher diese Hose ist. Ich hatte die ja auch auf dem Bild an, wo ich mit Yoshi da so stande, wo wir dieses Fitbit zusammen gemacht haben. Da wurde ich so oft gefragt, woher diese Hose ist. Jetzt hört genau zu. Parachute Pants in diesem, ja, matschgrün-braun Colorway entschieden. Ihr könnt erkennen, die Hose ist sehr, sehr breit. Ach ja, die ist übrigens von Weekday. Weekday, Parachute Pants. Breit, passt auch farblich eigentlich ganz gut zum Schuh und ich denke, das matcht. Als T-Shirt nehmen wir einmal dieses Basic-Shirt hier von Trend Vision, wo einfach ganz clean vorne in diesem grünen Trend Vision. Soll ich euch noch einen kleinen Side-Fact sagen? Ich habe das T-Shirt hier vorgestellt, aber ich habe das T-Shirt gar nicht angehabt im Fit. Ich habe ein anderes T-Shirt darunter angezogen, aber man sieht's nicht. Immer so nebenbei. Drauf steht, sieht man aber eigentlich eh nicht, weil es wird nur unter dem eigentlichen Piece drunter gezogen. Aber ich wollte halt nicht ein langweiliges weißes Shirt vorstellen. Und zwar nämlich unter diesem wunderschönen Naja, slide in die DMs. Aber ganz schnell. Mohair. Ja, hier, da weil gerade einer gefragt hat. Hier, das ist dieser Mohair. Der ist von Jack Muse. Den hatte ich am Samstag an, den hatte ich auch in meiner Story an. Der ist crazy. Und ich hatte den das... Digga, ich hab mir den, wann hab ich mir den geholt? Anfang des Jahres oder so habe ich mir den geholt? Oder letztes Jahr, Ende letzten Jahres? Ich habe den jetzt das erste Mal angehabt, tatsächlich, das allererste Mal. Polo-Sweater von Jack Muse. Und ich sag, mein Lieblingsoutfit, Bro, ich habe das noch nie getragen vorher. Geiles Teil. Passt auch, glaube ich, was die Proportion betrifft, sehr gut zum Outfit. Unten sind wir sehr baggy, sehr breit und oben so ein bisschen cropped. Dadurch wirkt das, finde ich, eigentlich ganz geil. Der Fit wird dann noch ein bisschen abgerundet mit Schmuck. Und zwar nämlich einmal unter anderem ganz normale Perlenarmbänder, die ich so daily eigentlich trage. Und eine Perlenkette. Der kostet, glaube ich, 490 Euro. Aber ich hab den, genau, Digga, was ist das? Ich krieg ganz jetzt Voice Cracks. Genau, ich hab den am Black Friday geholt, hab ich einen billiger bekommen. Ich hab, glaube ich, 320 oder so gezahlt. Irgendwie so. Oder eben Silberschmuck, ich weiß nicht, was ich jetzt am Ende genau trage, aber irgendwas davon wird sein. Und natürlich auch meiner Uhr, wenn ich die nicht trage, fühle ich mich irgendwie immer nackt. Deswegen musst du auf jeden Fall auch an den Arm. Guter Letzt, weil ich finde, das gehört auch immer zu einem Outfit dazu, haben wir einen Duft. Und zwar nämlich... Lol, der steht hier sogar noch. Weil ich das Video hier gedreht habe und dann habe ich den irgendwie noch stehen gehabt. Lol. Einmal Santal Noir von Dior. Wo hast du die Perlen einmal daher? Die sind von Pelivity. Ist eine Brand von einer Freundin von mir. Die macht, es droppt jetzt sogar erst bald. Also ist noch gar nicht gedroppt. Könnt ihr abchecken. Ich packe euch mal den Link rein. Da kommen die ganzen Perlenarmbänder, Perlenketten. Made in Germany. Für sehr, sehr wenig Geld. Hier auch das zum Beispiel. Hier. Kann man das sehen? Leicht. Ach komm, kein Bock, den zu beschreiben, ich kann's eh nicht. Das wär's mit dem Outfit, jetzt bekommt ihr noch ein Fit-Video. Ach, die Pickel hier sind auch ehrenlos, ne? Hier. Ehrenlos. Und dann wär's auch von mir gewesen. Viel Spaß noch mit dem Video. Grüße gehen raus an alle anderen, die im Video mit am Start sind. Und das wär's. Haut rein. Ich mach das Ganze jetzt hier provisorisch. Und das Fit. Das T-Shirt hier habe ich gar nicht vorgestellt. So. Hier ist der Knit, beziehungsweise ist gar kein Knit, der Mohair. Und hier ist eine Perlenkette. Na, ihr seht's. Digga, die Haare kommen cool. Ich bin echt happy gerade mit den Haaren irgendwie. Wieso ich vor dem Spiegel, aber das wäre... Der Fit ist auch crazy von dem Ding. Der ist so geil geschnitten, ne? Wäre einmal das Outfit. Hose und Schuhe ist auch Liebe in der Kombi. Die Kombi aus der Hose und den Schuhen ist Liebe. Unfassbar krass. Ja, also warte, ich zeig's nochmal. Könnt ihr mal gucken. Schreibt mir mal eure Meinung in den Chat, okay? Wenn ich fertig bin mit dem Video hier, mit der Szene von mir, schreibt mal eure Meinung 1 bis 10 oder wie ihr das Auto findet in den Chat. Vor dem Spiegel, aber das wäre einmal das Outfit. Die Schuhe, die Hose, hier der Polo-Sweater, bisschen cropped, runter das Shirt zum Layern, Perlenkette und
Das wär's. Wie ich finde, ein sehr cooles Outfit. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und weiter geht's. Wow. Ja, okay. Und jetzt einmal bitte eure Meinung in den Chat. Was sagt ihr zum Outfit? Also ich muss sagen, ich hab's ja auch in Berlin jetzt am Samstag getragen. Leider hat man den Mohair eigentlich fast nie gesehen, weil ich habe halt diese Jacke drüber gezogen, weil ich sage euch ehrlich, es hat den ganzen Tag geregnet in Berlin und hätte ich da diesen Mohair angehabt, den hätte ich nachher in die Tonne werfen können. Deswegen hatte ich die Jacke die ganze Zeit an. Aber ihr seht den Fit auch nochmal im Video von Robert. Robert hat ja ein Was trägt Berlin Video gedreht, da bin ich auch drin. Und da habe ich den Fit auch angehabt mit der Jacke eben. Da könnt ihr es nochmal sehen. 9 von 10, 8 von 10, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 8, sehr cool. 7, 6, 8. Okay, ihr feiert's, gefällt mir. Kuss, 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 danke Jungs, freut mich. Ich weiß beim besten Willen nicht, was... Digga, es hat Freitag geregnet in Berlin, es hat Samstag geregnet in Berlin, Sonntag, an dem Tag, wo wir abgereist sind, strahlende Sonne. Kuss, Kuss. Dazu sagen soll, die Outfits waren einfach wow. Es ist nicht so, als wenn ich von den dreien nicht erwartet hätte, dass sie was Krasses droppen. Aber ach, Julius. Aber ich muss jetzt schon vorweg sagen, ich finde alle drei Fits unglaublich nice. Ja, safe. Also, Julius' Outfit war ganz cool, bis auf die Schuhe. So, die feiere ich nicht so, aber ansonsten, Julius' Outfit auch sehr clean, die Lederjacke war geil, die Hose war geil. Yoshis Outfit auch sehr, sehr krass. Also, was heißt krass? Es ist so dieses klassische Yoshi-Type-Beat-Outfit. So einfach dieses coole, lässige, clean, ist nice, ist cooles Outfit. Und Mubix auch sehr geil, auch sehr clean. Hätte ich auch 1 zu 1 so getragen. Also, safe, safe. Es passt auch zum jeweiligen Typ, würde ich sagen. Aber wie am Anfang schon angekündigt, haben wir drei verschiedene Herangehensweisen. Wir haben einerseits Yoshi, der eher so ein bisschen Workwear-orientiert ist mit der Carhartt-Jacke und sowas und die Farben gar nicht so krass matcht, also hat er ja auch gesagt. Bei Movie sieht man mit Pieces von Ola Kala, Ruff oder auch Represent, dass sie eher so ein bisschen in diese Looks... Ich würde jetzt die Tasche persönlich nicht tragen, ich finde die Schuhe geil, aber die sind so ein bisschen Lavin auf Wish. Die Hose finde ich sehr krass, der Sweater ist sehr krass, die Jacke ist krass, Mubix ist krass. So Streetwear-Szene reingeht und dementsprechend auch sein Outfit darauf angepasst hat. Ich finde, by the way, die Schuhe unglaublich. Ich muss mir dringend auch Represent-Schuhe kaufen. Und Jan verkörpert so ein bisschen diesen normalen, etwas edleren Streetwear-Ansatz mit diesem Mohair-Sweater noch, der echt krass kommt. Ich selbst könnte ihn niemals tragen. Das ist wow. Ja, du könntest ihn safe tragen. Safe. Ich könnte ihn niemals tragen, aber ich finde, dass es zu dem Outfit unfassbar gut passt. Und generell würde ich sagen, dass dieses Mal kein Outfit dabei ist, wie letztes Mal mit Robert, wo ich sagen würde, ey Bro, das wird... Ja, nee, das würde ich jetzt auch nicht tragen. Übrigens, ich habe Robert, ach ja, ich habe ja eben gesagt, ich bin im Video, ich habe Robert auch getroffen in Berlin. Das allererste Mal haben wir uns gesehen. Robert auch sehr, 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 sehr lieber, herzensguter Mensch. Also wir haben uns echt gut verstanden, wir haben ein bisschen geredet und so. Sehr korrekt, also Robert war wirklich sehr, sehr korrekt. Ich persönlich auf gar keinen Fall rocken. Und mich würde insbesondere interessieren, was ihr da draußen von den Fits haltet. Wer hat heute das beste Outfit gedroppt? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Wir sehen uns sehr, sehr bald schon wieder. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Lasst es euch wie immer richtig gut gehen. Haut rein und ciao! Die Animation. Ja, sehr geiles Video. Macht mies Spaß damit zu machen. Also wenn irgendwann Sommeroutfits kommt, Julius, ne, sag mir Bescheid. Macht Bock. Also ich bin safe wieder am Start.